Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Revolution Box von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Revolution aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ hohe Box und dann haben wir hier ungewöhnlicherweise einen goldenen Bilderrahmen um das eigentliche Cover und dann haben wir hier stehen Casey Rebel Revolution und auch eben diesen hier abgebildet und das Ganze erinnert ganz stark an das Gemälde, an das französische Gemälde Die Freiheit führt das Volk, das ja aus der Juli Revolution 1830 entstanden ist. Ich zeige euch mal ganz kurz das Originalbild, damit ihr das seht. Also, so sieht das aus und man sieht hier schon die Parallelen, also statt dieser Frau hier mit der Frankreich-Fahne haben wir dann eben Casey Rebel mit einer, ich glaube ein R soll das darstellen, mit einer R-Fahne und auch hier liegen die Toten oder Verwundeten am Boden, genauso wie hier bei Casey Rebel, also ganz ganz stark hier die Parallelen zu sehen. Gut, dieser Rahmen zieht sich hier so durch auf der Seite, haben wir dann noch ein Siegel, und zwar lesen wir hier Banger Musik, sieht aus wie so ein Wachssiegel. Auf der Rückseite Casey Rebel Revolution, auch hier das R, das auf der Fahne zu sehen ist. Und noch Barcode und Credits. Und was mich besonders freut, wir haben hier eine Nummerierung. Bedeutet, jede Box wurde hier auf dieser Stelle einzeln durchnummeriert. In meinem Fall die 7287. Ich weiß jetzt nicht die genaue Gesamtauflage, aber ich schätze, wir bewegen uns da ungefähr bei 10.000 Boxen, hätte ich jetzt gesagt, die davon produziert wurden. Casey Rebel Revolution auch hier zu lesen. Und dieser Bilderrahmen ist dann, das ist wie so ein Pappschuber der Box, kann man dann hier abmachen. So, schauen Sie mal kurz das Cover an. Also wir sehen eben hier Casey Rebel mit dieser R-Fahne, Rauchschwaden am Himmel. Und dann haben wir hier diverse Mitstreiter, die mit ihm hier in den Kampf ziehen, die Revolution starten. Und in der linken Hand hat er hier ein Mikrofon. Dieser Mitstreiter ebenfalls. Palästinenser, Schal, Bomberjacke. Also hier sind auf jeden Fall einige am Boden geblieben. Die wurden wahrscheinlich verwundet oder erschossen. Okay, auf der Seite lesen wir auch wieder Casey Rebel Revolution. Rechte Seite blank schwarz. Auf der Rückseite haben wir nochmals die Verwundeten, die auch hier schon zu sehen sind, also dieser Mann hier. Auch hier wieder Albuminterpret und Titel. Oben und unten blank schwarz. Und das Ganze ist dann hier zu öffnen. Gut, wir schauen mal, was wir hier haben. Einmal ein Shirt bzw. ein Trikot. Eine Sonnenbrille. Eins, zwei Sticker. Dann haben wir hier ein Poster und das Album an sich. Gut, das Album hat hier Platz gefunden in seinem speziellen Einleger und hier nochmals Casey Rebel mit der Fahne abgebildet. Machen wir mal wieder zu und geben das Ganze zur Seite. So. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus, auch hier wieder. Wir sehen den goldenen Bilderrahmen. Und dieser, jetzt nicht abnehmbar, aber dieser extra angeklebt. Also wir haben das Bild und das ist hier nicht in einer Ebene, sondern dieser Bilderrahmen ist wirklich hier erhaben. Also der ist wirklich hier rundherum angebracht worden. Gefällt mir gut, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Casey Rebel Revolution. Und auf der Rückseite haben wir eine Tracklist. Wir haben 20 Tracks an der Zahl, inklusive Instrumentals und Hi-One DVD. Und wir haben auch jede Menge Features. Wir haben Features von Farid Bang, Manuelsen, Summer Jam, Kollega, Kurdo, Majo, Farid Bang, Summer Jam. Also bis auf Kurdo und Kollega und Manuelsen, alle aus dem Banger Camp von Banger Musik. Haben wir noch Credits und einen Barcode. Okay,
Wir haben hier ein Digipack, das lässt sich hier aufklappen. Auch hier wieder das Siegel von Banger Musik. Dann kommen wir mal als erstes zum Booklet. Cover kennen wir bereits. So sieht das dann aus. Wir haben hier links die Tracklist, rechts wieder dieses R. Und bei der Tracklist haben wir dann hier immer die diversen Infos zu den Tracks. Wer das Ganze produziert, wer war daran beteiligt. Okay, das ist auch mal eine interessante Grafik. Also das sieht aus wie eine Goldplatte und die wurde hier eingebaut in so eine Guillotine. Also damals zu Zeiten der Französischen Revolution ja einige Menschen enthauptet worden mittels dieses Apparats. Das heißt, hier unten in dieser Halterung wird dann der Hals eingespannt. Dann kommt normalerweise ein Fallbeil, aber in dem Fall diese abgekratzte oder ja, angeschliffene Schallplatte dann runter und trennt den Kopf ab. Dann haben wir hier weitere Tracks. Die letzten Tracks und dann hier zum Abschluss noch die Credits. Und wieder Banger Musik. So, als erstes kommt uns entgegen die DVD in schwarz und weiß, die Haiwan DVD, und hier haben wir auch das Logo bzw. dieses Haiwan Wesen. Haiwan, ja, das ist türkisch und heißt so viel wie Tier, Viech, Bestie, also so, ja, etwas Animalisches auf jeden Fall. Sieht so aus, die DVD. Dann haben wir das Album an sich. Casey Revolution. Und dann haben wir die Instrumentals zum Album. Und diese sehen so aus. Also, Album, Instrumentals und diese DVD im Digipack. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen quadratisch Haiwan Sticker in schwarz und weiß. Und ebenfalls quadratisch diesen Cover Sticker Revolution. Dann, bevor wir zur Sonnenbrille und zum Shirt kommen, schauen wir uns noch das Poster an. Und zwar haben wir hier ein Poster zweiseitig bedruckt. Also auf der einen Seite haben wir einmal hier dieses Wesen wieder, diese Haiwan-Abbildung in schwarz und weiß im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir das Cover von Revolution, also hier wieder Casey Rebel. Mit der Fahne oben rechts das Logo von Banger Musik oder dieses Siegel, dieses Wachssiegel. Und hier unten lesen wir auch wieder Casey Rebel Revolution. Doppelseitiges Poster, wie gesagt, beide Seiten im Hochformat. Dann haben wir eine Sonnenbrille in schwarz gehalten, klassisch. Und dann haben wir auf der einen Seite genau hier Haiwan stehen. Erinnert vom Schriftzug etwas an diese klassischen Ray-Ban Sonnenbrillen. Aber sieht schön aus. Auch, ja, also auch von der Farbe und hier von den Bügeln her gefällt mir das gut. Kann man gut tragen. Und dann haben wir noch ein Shirt bzw. Trikot. Und zwar sieht dieses so aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit schwarzen Bündchen, also die Ärmel sind hier in schwarz gehalten, genauso wie der Halsbund. Und dann haben wir hier in einer Pinsel-Anstrich-Optik schwarz-rot-gelb die deutschen Farben. Und dann lesen wir hier nicht DFB, Deutscher Fußballbund, sondern Casey Rebel, Banger Musik, 4 Sterne, also 4 Weltmeistertitel hat Banger Musik oder Casey Rebel. Dann haben wir hier Größe L. Jetzt schaue ich noch, ob wir unten einen Zettel finden zum Material. Jawohl, das sieht gut aus. Und zwar haben wir hier die Info. Können wir es lesen? 100% Polyester, produziert und importiert durch Mond Textilien GmbH. Okay. Aber es steht jetzt nicht. Kein Made in drinnen. Naja, nicht so schlimm. Egal. Und dann haben wir auch noch einen Rückenaufdruck, wie es sich für ein Trikot gehört. Und zwar lesen wir hier Nummer 10 Haiwan. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Trikot mit der Deutschlandfahne hier im oberen Bereich. Und dann haben wir diesen Aufnäher Banger Musik und hier lese ich noch Casey Rebel und darunter die 4 Sterne. Gefällt mir gut von der Optik, kann man auf jeden Fall tragen, gerade zu so Ereignissen wie EM oder WM. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot, Shirt, dann diese Sonnenbrille, das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat, diese beiden Sticker, jeweils quadratisch, und das Digipack inklusive Album, Album Instrumentals und High One DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box Revolution von Casey Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.